Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt stehen wir vor einem riesigen Nudelsortiment im Hofladen von der Frau Heine hier in Haschheim. Das sind nun sehr viele Möglichkeiten, die es gibt. Was ist denn so das begehrteste Objekt an Nudeln für die Leute? Sehr begehrt ist die Peperoni-Nudel, die hat eine angenehme zarte Schärfe. Für ganz scharfe Esser ist die Chili-Nudel geeignet. Und die Dillnudel zum feinen Lachs dazu. Und wenn es jetzt wieder wärmer wird und die Tomate und die Frühlingszwiebeln schmecken wieder und haben einen sehr guten Geschmack, ist es Power-Rezept. Sehr, sehr begehrt. Und das machen wir mit der Traubenkernmehlnudel. Können die Leute dieses Power-Rezept zu Hause nachkochen. Und wer das einmal gemacht hat, kommt immer wieder. Die sind so begeistert von diesem Rezept und von dieser Nudel. Das ist unsere richtige Sommernudel. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin hier in Horchheim bei Börschingers Nudeln und interessiere mich mal dafür, wie nun Nudeln hergestellt werden, und zwar von Herrn Heine, den ich als Gesprächspartner herzlich begrüße. Herr Heine, Sie haben montags immer Ihre Nudelherstellung und das sind immer ganz verschiedene. Was ist denn heute auf dem Programm? Wir stellen heute eine Silvaner Kräuternudel her, die wir im Prinzip nachproduzieren müssen für unseren Vorablagerbestand, da unseren Kunde in Kürze die Nudel abrufen wird. Und da möchte man nicht einfach mit leeren Händen dastehen. Sie sind irgendwann auf die Idee gekommen, dieses besondere Projekt zu starten mit Silvaner und Kräutern. Wie lange machen Sie das schon? Also die Silvaner Kräuternudeln, muss ich kurz überlegen, ich sage mal mindestens seit 8 Jahren. Ursprünglich war das eine Idee von Rheinhessenwein, die bekanntlicherweise in ihrer Produktangebotspalette Verschiedenes haben, was sich einfach nennt Ideen aus Wein. Und da kam damals das Gespräch auf, ob wir uns vorstellen können, eine Nudel mit Wein herzustellen. Und das Gesagte, Gefragte getan. Wir haben Verschiedenes an Kräuter ausprobiert und haben das letztendlich weiterverarbeitet zu einer Nudel. Haben in dem Fall einen Silvaner Wein dazugegeben, natürlich aus dem Rheinhessenland, ganz klar. Und die Nudel, muss ich sagen, kommt bis zum heutigen Tag sehr gut an bei den Leuten, bei den Winzer, Endverbraucher natürlich sowieso. Und ja, wir fertigen die Nudel gern. Sie schmeckt auch sehr gut und die Nachfrage ist immer recht groß. Wir haben zugeschaut und vielleicht können Sie unseren Zuschauern nochmal erklären, wie der eigentliche Produktionsprozess dieser Nudeln abläuft. Grundsätzlich ist es so, ich muss im Vorfeld mir darüber im Klaren sein, wenn ich vernünftige Rohstoffe habe, und dann kann ich natürlich auch ein vernünftiges Endprodukt herstellen. Das heißt in dem Fall, ich gucke, dass ich also einen hochwertigen Hartweizengrieß von der Mühle beziehe, in dem Fall ein 3SE kalibriert. Das heißt, dieses kalibriert ist nochmal etwas feiner vermahlen von der Körnung her, ist also ein sehr hochwertiger Hartweizengrieß. Und mische entsprechend unserer Rezeptur die Kräuterzutaten dazu und dann kommt die Flüssigkeit, in dem Fall Ei und Wein, wird also zur Hälfte Eier und die andere Hälfte in dem Fall der Silvaner dazugegeben, das Ganze gemischt, lasst das ca. 15 bis 20 Minuten laufen, den Mischer, und damit der Grieß eine Chance hat zu quellen, damit das Ganze im Endeffekt auch ein kompakter Nudelteig gibt, um sich weiterverarbeiten zu lassen, und gibt das Ganze im Anschluss auf die Nudelmaschine. In dem Fall wird der Teig gewalzt, vergleichbar, was früher die Großmutter zu Hause gemacht hat mit dem Nudelholz, hat das Ganze auf dem Tisch ausgerollt und in Streifen geschnitten. Wir machen das heute ein bisschen fortschrittlicher. Wir geben das in die Maschine,
Die Maschine walzt es zum entsprechend breiten Teigband und ich nehme das Teigband später von der Maschine weg auf ein Werkzeug, setze ich das um, führe das Ganze dann wiederum in ein weiterverarbeitendes Werkzeug ein. Der Teig wird dann in dem Moment wieder in Streifen geschnitten, wird dünner gewalzt, wird in Streifen geschnitten und als letzter Arbeitsschritt läuft ein Messer, das dann die Nudel auf die Länge schneidet. Die Nudel wird dann, wenn die runterfällt, auf eine Harte, wird die Nudel dann verteilt. Wenn die Harte voll ist, setze ich das Ganze in den Waage rein. Wenn der Waage wiederum voll ist, gebe ich das Ganze in die Trockenkammer und das Ganze dauert ca. 30, 32 Stunden. Das heißt in dem Fall, das braucht einfach so lange, das ist eine schonende Trocknung und die schonende Trocknung letztendlich ist dann auch, bestimmt dann auch die Qualität, den Geschmack der Nudel. Ja, und wenn die Nudel dann trocken ist, kommt sie aus der Kammer und wird von Hand verpackt und geht an den Besteller, an den Kunde, beziehungsweise in unseren Hoflader und wird unseren Kunden angeboten zum Verkauf. Wenn Sie sagen Kunde, das sind einzelne Kunden, die hierher kommen, beliefern Sie auch Restaurants oder Großabnehmer? Wir haben in alle Bereiche Kunden, Abnehmer. Das geht los, sei es mal vom Endverbraucher, wir sind im Gastronomiebereich, sind wir da beheimatet und wir verschicken auch die Nudeln mittlerweile quer durch unser Deutschland und wir betreiben auch eine Direktvermarktung, also wir haben zum einen hier eine Betriebsstätte, haben wir einen Hoflader und des Weiteren natürlich können wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, wir müssen einfach raus auf die Leute zu, die Leute sollen sehen, was wir machen und möchten sie letztendlich klar dazu animieren, unseren Nudel einfach mal auszuprobieren. Herr Heiner, aber Sie sind auch auf Märkten vertreten. Ja, wir sind zweimal in der Woche auf dem Wochenmarkt. Freitag stehen wir in Frankenthal auf dem Wochenmarkt und samstags in Mannheim. Darüber hinaus haben wir die ein oder andere Bauernmarktveranstaltung an der Wochenende. In der Regel ist es ein Sonntag. Und ja, das ist einfach, um gewisse Aufmerksamkeit zu erwecken mit unseren Produkten. Im Laufe der Zeit wird der Kreis der Kunden einfach immer größer, beliebter und ja, mehr wollen wir eigentlich gar nicht. An anderen Tagen haben Sie andere Nudeln im Programm. Was gibt es denn noch so? Ja, ich muss überlegen. Irgendwann habe ich die Zählerei aufgegeben. Wir machen schätzungsweise 60 verschiedene Nudelarten, Geschmacksrichtungen, Formen und so weiter. Und ja, ich laufe durchs Lager und muss gucken, wo ist die Nudelform zu Neige gegangen, was muss ich nachproduzieren, beziehungsweise wenn zwischendurch ein Kunde anfragt, braucht diese und jene Nudelsorte und ich muss sie nachproduzieren und dann wird entsprechend das planerisch so eingebracht. Wie sieht es denn aus mit Maultaschen, Herr Heine? Maultasche ist auch eine Fertigung von uns. Machen wir auch verschiedenartige Füllungen, teils Fleisch, teils fleischlos, vegetarische Sachen mit Gemüse, mit Spinat, Schafskäse, mit Kürbisfüllungen haben wir was dabei. Wir haben auch schon welche gemacht mit Rucola und Frischkäse. Und ja, ich denke, wir haben ein breit gefächertes Angebot, ist für jeden Geschmack was dabei. Die Leute sind auch recht zufrieden immer mit unseren Produkten. Sie sind gelernter Schreiner, habe ich gehört. Ja. Wie kommen Sie auf Nudeln? Ja, ich sage ganz simpel und einfach. Ich habe schon immer gern Nudeln gegessen. Und vom Ursprung her wohl den Schreinerberuf erlernt und irgendwann als Quereinsteiger in die Nudelbranche umgestiegen. Ich muss bis zum heutigen Tag sagen, ich habe es nicht bereut. Und ich denke, als Schreiner muss man kreativ und innovativ sein. Und das Gleiche kann ich natürlich auch hier bei meiner Nudelfertigung immer wieder unter Beweis stellen. Weil ich denke, in der heutigen Zeit, Nudel gibt es viele, viele Anbieter. Gibt auch viele verschiedene Qualitäten. Und jeder meint, er müsste bessere sein. Und wir versuchen einfach dem Ganzen nachzueifern. Beziehungsweise versuchen uns natürlich auch von unseren Geschmäcker etwas abzuheben von der breiten Masse, um irgendwo was Besonderes zu bleiben. Ja, ich bemerke, dass Sie haben viel Spaß und viel Freude dabei, das alles so zu machen. Und
Vielen Dank, dass wir das mal sehen durften. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen viele weitere kreative Ideen bei der Nudelherstellung. Dankeschön. Ja, Frau Heine, das ist also schon ein tolles Sortiment, aber Sie haben auch noch andere Produkte hier in Ihrem Hofladen aus Ihrer eigenen Produktion. Ja, und zwar sind es die Maultaschen. Maultaschen werden jeden Dienstag verarbeitet mit verschiedenen Füllungen und auch die frische Nudeln eingeschweißt. Und Mittwoch, Donnerstag wird abgepackt, die Trockenware wird abgepackt und die restliche Woche wird mit Pesto. Werden Pesto, verschiedene Pestoarten gemacht, in Gläser gefüllt und zwischendurch wird verkauft. Ja, verkauft wird auch etwas, was man durchaus herschenken kann. Ja. Sie haben da ein ganzes Sortiment an Geschenkpackungen, Geschenkkörbe und Tüten. Ist das auch etwas, was häufig gewünscht wird? Also ich habe ganz klein angefangen, immer mal mit einem Geschenkkorb, ein ganz kleiner, und dann wurden es immer mehr von ganz klein bis ganz groß, und die Leute können sich selber die Sachen zusammenstellen. Sie können auch was mitbringen, wenn sie einen besonderen Wein oder irgendeine besondere Praline noch dazugeben möchten, wird alles schön eingepackt und die kommen mit Begeisterung wieder, weil sie gemerkt haben, wie gut es ankommt. Dabei sind auch Fremdprodukte, die Sie nicht herstellen, aber in Ihrem Hofladen auch verkaufen, zum Beispiel. Wir haben eine sehr gute Dosenwurst vom Sonnenhof von der Familie Burkhardt aus Aisch. Dann haben wir ein Salz von der Firma Hurtig. Verschiedene Käsesorten wechsle ich immer mal vom Thomashof oder von anderen Höfen. Eier gibt es bei uns. Das sind auch die Eier, die in die Nudel reinkommen. Das sind ganz frische Eier aus Bodenhaltung von der Familie Fröhlich aus Gau-Krehweiler. Die Firma Gefro ist vertreten. Verschiedene Suppen und Gewürze. Wonnegauer Ölmühle haben wir auch verschiedene Kräuter da, Gewürze da. Ja, und ist, wie gesagt, wir gehen auf Messen. Und wenn mir ein Produkt gefällt, das zu mir in den Hofladen passt, und dann wird es bestellt und wird geguckt, ob es gut anläuft. Es kommt auch mal wieder raus, wenn ich sehe, das ist nichts für mich, der Kunde möchte das nicht, und dann wird es auch wieder aussortiert. Also für jeden etwas dabei. Genau. Wo finden wir nun den Hofladen, Frau Heine? Der Hofladen ist in Wormshorsheim in der Neubachstraße 87a. Also wenn Sie wissen, wo die Kerschensteiner Grund- und Hauptschule ist, fahren Sie weiter bis zum alten Turnverein von Horsheim, und dort sind wir zu finden. Sie haben ja sicherlich auch ganz feststehende Öffnungszeiten, die man mal erwähnen könnte. Ja. Es ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Donnerstag ist immer geschlossen, die restlichen Tage von 10 bis halb 1 und von 16 bis halb 7. Und der Samstag von 9 bis 1. Und ganz neu ist, dass wir jeden Dienstag bis 20 Uhr geöffnet haben. Sie haben es ist ein bisschen verwirrend, aber haben sich angepasst. Wir haben uns angepasst. Es gibt sehr viele Berufstätige, die einfach erst in der Abendstunde einkaufen gehen können, und es wird gut angenommen. Gut, dann wünschen wir Ihnen in Zukunft viel Erfolg mit dem Hofladen hier. Danke. Dass Leute überrascht sein dürfen, tolle Sachen zu finden in Ihrem Angebot. Dankeschön, Frau Heine.